So Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge Dying Light im Ultra-Hardcore-Modus. Und wir machen weiter mit der Story. Turm gesorgt, eigentlich gehöre ich gar nicht zum Turm. Streng genommen bin ich eine eigenständige Armee. Habt ihr den Turm jemals irgendwas machen sehen? Hey Jungs, seht euch den Schisser an. Typen wie dich, ja? Typen wie dich metzle ich jeden Tag hundertfach weg. Ich habe deinen Bruder getötet und deinen Onkel und deinen Vater und deinen wahrscheinlich auch. Wir könnten richtig gute Freunde werden. So, was haben wir hier Schönes? Ein Vorschlaghammer, eine dunkle Machete. Ah, ich hätte gerne eine goldene dunkle Machete. Das wäre ein Kauf wert. Da bist du ja. Reis sagte, du würdest kommen. Ich bin Karim. Crane. Ein Amerikaner. Hab einen Onkel dort. Lebt in Texas. Kommst du aus Texas? Bist du ein Cowboy? Aus Chicago. Okay, Al Capone. Wir bleiben per Funk ständig in Verbindung. So weiß ich, dass du auch da ankommst, wo du hin sollst. Und wo genau ist das? Du wirst auf Antennenmasten steigen, um Kurzwellenregler einzuschalten. Die meisten meiner Männer sind zu lahm, zu fett oder zu besoffen, um so eine Aktion lebend zu überstehen. Wenn ich das mache, kriege ich das Antizin? Das liegt ganz bei Reis. Ich kann nicht für ihn sprechen. Vermaß es nicht. Er mag es nämlich nicht, wenn man ihn enttäuscht. Oh nein, wieder die Mission. Oh, die habe ich so gehasst, die Mission. Na gut, kriegen wir hin. Es sollte nicht allzu lange dauern. Du willst dich uns anschließen? Im Leben nicht. Shut up! So, also jetzt, wo ich die ganze Geschichte hier noch einmal durchspiele, fällt mir erst auf, wie wirklich schwachsinnig eigentlich alles ist. Ich meine, jeder vertraut uns. Wir kommen hier in die Basis von dem großen Tyrannen und Diktator Rais und er vertraut uns. Er vertraut uns wirklich blind. Wir können einfach hier wichtige Arbeiten übernehmen, wie zum Beispiel die Antennen reparieren. Und dann sind wir schon im Grunde direkt vor ihm. Ich meine, wir könnten eine Knarre haben, ihn niederschießen. Wie kann der Mann uns so blind vertrauen? Crane. Bericht. Hab Rais getroffen. Kein Zweifel. Er ist Suleiman, ein echter Psychopath. Vom skrupellosen Politiker zum verkackten Warlord. Weiß er, dass Sie für uns arbeiten? Nein. Für ihn bin ich nur ein weiterer Turmbewohner, den er Faxen machen lässt, bevor er ihm Antizin gibt. Verstanden. Fahren Sie fort wie gehabt. Wir brauchen die Unterlagen. Toll. Crane, Ende. Wir brauchen die Unterlagen. Ich brauche die Unterlagen nicht. Ihr braucht sie. Normalerweise müssten ja auch wieder alle Quarantänezonen funktionieren. Wir könnten ja hier mal reinrennen. War hier nicht einer? War hier oben schon einer? Ich weiß es gar nicht mehr. Nee, die war woanders. Aber ja, die funktionieren auch wieder alle, die Quarantänezonen. Wir sind wieder wirklich komplett bei Null. Alle Nebenmissionen. Hey, alle Quarantänezonen. Bist du bereit? Was genau soll ich jetzt machen? Der Funkverkehr ist seit der Quarantäne ziemlich unzuverlässig. Diese Modulatoren verstärken das Signal, damit Rais mit den Außenposten am Startrand kommunizieren kann. Das ist für alle von Vorteil, nicht nur für Rais. Vielleicht, aber der Kaiser muss sein Reich überwachen. Der Kaiser? Gut, die Bezeichnungen werden natürlich auch immer besser für diesen Mann. Der Kaiser muss sein Reich überwachen. Einmal hier ein Schwert in die Rippen drücken. Ich weiß gar nicht, wo konnte ich denn hier bitte schön nochmal den Strom deaktivieren? Aber meine Waffe will ich wieder haben. Kollege, du bekommst meine zweite. Ah, hier oben. Hier war der Schalter und einmal ran hier. Strom ist aus. Keine Ahnung, warum die hier nicht gegrillt werden. Es ergibt doch wirklich gar keinen Sinn. Denn soweit ich weiß, kann man auch die Dicken mit einer Stromfalle töten. Also ich bin sehr stark der Meinung, dass sowas möglich ist. Gut, ob ich hier was Gutes bekommen kann? Bleib ja liegen. Schwer. Will ich das Ding hier öffnen? Naja, wir spielen hier auf Hardcore. Es könnte sein, dass ich irgendwas Gutes bekomme. Es könnte sein, dass ich eine goldene Waffe hier drin finde. Es könnte so vieles sein, aber wahrscheinlich finde ich rein gar nichts. Und ich bekomme... Naja. Sieht zwar ganz nett aus, aber da habe ich mittlerweile bessere Sachen dabei. Wir lassen sie liegen, obwohl die Dinger haben einen ziemlich hohen Wert. Wir nehmen sie mit. Die Kohle kann ich brauchen, denn
Die Waffen sind ziemlich teuer. Karim, bin bei der ersten Antenne. Wenn der Strom nicht an ist, musst du ihn anstellen. In dem Schuppen am Fuß der Antenne müsste ein Schalter sein. Roger! Guck mal hier! Boah! Göttlich, oder? Der Hammer ist wirklich göttlich. In der Mitte durchgeteilt, die Alte. So muss das laufen. Was zum Teufel? Green, was soll das Geschrei? Ich schreie, weil dieser völlig irre Infizierte, dem das Gedärm aus dem Maul baumelt, mich mit giftigem Schleim bespuckt hat. Kein schlechter Grund. Würde ich aber auch meinen. Und... Ah, er hat mich getroffen. Das Ding ätzt ziemlich fies. Also bis jetzt ist alles ziemlich einfach. Ich habe mehr erwartet. Ich habe gedacht, die Zombies würden mich hier in der Mitte durchreißen, weil sie so extrem aggressiv sind. Aber hier mit der Sichel mähe ich mich einfach durch. Gar keine Chance gegen mich. Ich würde sagen, meine Ausrüstung ist so gut, so unverschämt gut, dass Hardcore-Modus für mich ein Witz ist. Und Ressourcen gibt's bis jetzt eigentlich auch ausreichend. Das war's. Der Saft fließt wieder. Gut. Und jetzt hoch zur Spitze. Und jetzt kommt der unangenehme Teil, nämlich die Spitze. Und der Turm hier geht ja noch, aber der andere ist richtig mies. Edelsteine? Ich habe schon sehr, sehr lange keine Edelsteine mehr gefunden. Ich glaube, die Dinge habe ich bis jetzt einmal gefunden, höchstens. Ich kann mich an so eine Truhe kaum erinnern. Ich meine, irgendwann habe ich sie schon mal gefunden, aber wann das war? Sehr, sehr lange her. Komm schon, ich bin doch im Grunde schon da. Ich habe den Punkt doch schon gefunden. Wir können das Ding ja so weit umdrehen. Aber jedes Mal muss ich erstmal so zwei, drei Dietriche hier verkloppen, damit ich meine Schminke bekomme. Ich brauche doch meinen Lippenstift. Ich muss doch schön aussehen für die Zombies. Okay, kann ich vielleicht ein bisschen hier abkürzen mit dem hier? Wir können schon mal hier hin, die Truhe hier. Nee, danke. Beim Mittel kann einfach nichts Gutes drin sein. Dass es hier gar nicht geht. Das haben die Entwickler wirklich sehr clever gelöst. Man muss dieses Ding per Hand hochklettern. Das muss so sein. Wurfhaken funktionieren auf keinen Fall bei Antennenmasten. Naja, wir müssen ja nicht ganz nach oben. So, die Klinge nehme ich mit. Okay, bis jetzt habe ich noch keine Batterie, Stromkabel oder elektronische Bauteile gefunden. Vielleicht sind die Dinger seltener. Und darin liegt dann vielleicht die Herausforderung. Ohne Handy sind wir aufgeschmissen. Das muss nämlich dabei sein. Ohne Handy, das man umbauen kann, kann das Ganze hier gar nicht richtig funktionieren. Und das ist das Geheimnis des Hardcore-Modus. Das Handy fehlt. Okay, bin ich oben? Ich bin oben. Die Alte einmal schön sauber hier in der Mitte durchgeteilt. Eine Hälfte fliegt runter, eine bleibt oben. Das ist nett. Alles klar, natürlich eine Niete. Karim, jemand hat das Ding bereits ausgeschlachtet. Hier gibt es nichts mehr anzuschalten. Scheiße, hatte ich befürchtet. Naja, dann weiter zum nächsten Mast. Das ist nicht weit. Nimm die Seil, Roger, und geh Richtung Osten. Da ist er. Ach ja, apropos. Ich habe mir hier nochmal die Kommentare durchgelesen. Und jemand hat mir geschrieben, es gibt noch einen Bauplan, und zwar bei Spike. Und zwar oben auf dem Trailer. Da muss ich mal unbedingt hin. Also ich weiß nicht, ob es stimmt. Ich werde das Ganze auf jeden Fall überprüfen. Aber danke für den Tipp, wenn es stimmen sollte. Boah, der hat gesessen. Zack! Oh, 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 Explosion! Ach ja, die Pakete hier, die nehmen wir nicht mehr mit. Denn die Dinger sind sinnlos. Wir sind maximal gelevelt. Medikits sind auch nicht so wichtig. Und ansonsten kann man, glaube ich, in den Paketen zu dem Zeitpunkt gar nichts Besseres finden. Ey, 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 easy, ja? Muss mir hier nicht meinen wunderschönen... Oh Gott, wie viele da kommen. Tag ruinieren.
Alter, machen die einen Schaden, wenn die durchdrehen. Na, wie fühlt man sich so ohne Arm? Wahrscheinlich nicht so gut. Ach nee, noch mehr? Wunderschöner Kill. Also hier, die Axt hier, die gefällt mir. Der olle Zuverlässige. So nenne ich sie. Der olle Zuverlässige. Oh, der war nice. Und dabei dieser Blick. Der war richtig schön. Strom. Strom, Strom, Strom. Ja, ein paar von den Zonen brauche ich unbedingt, weil die ja auch die Checkpoints darstellen. Wir nehmen mal den Punk mit. Jetzt bin ich hier ein bisschen als Bully rumgerannt. Jetzt will ich ein bisschen den Punker machen. Also demnächst Karin, muss ich mal schauen. Was ist, wenn der zweite Sender auch kaputt ist? Du meinst wohl, was dir blüht, wenn du Reis enttäuscht? Ganz einfach. Ein grausamer Tod. Also demnächst muss ich mal schauen, dass ich die Axt hier ein bisschen upgrade und modifiziere. Irgendwas Gutes draufhauen. Ja, hier ist ein Polizeiwagen, aber zu viele Zombies. Ich gebe mir den Stress jetzt garantiert nicht. Erstmal will ich hier ein bisschen weiterkommen in der Story. Und ich glaube, dann bekommen wir auch bessere Sachen. Weil die Igors wurden ja auch zurückgesetzt. Und ich denke mir das Ganze mal so. Je weiter ich komme in der Geschichte, umso krasser werden auch die Gegner. Es muss irgendwie mit dem Verlauf verbunden sein. Denn ich bin ja maximales Level. Sonst wären die Igors hier die Hardcore-Igors und nicht die ganz gewöhnlichen Sträfling-Igors, die sie ganz am Anfang waren. Also die Zombies müssen auch ein bisschen an den Fortschritt der Story gebunden sein. Ah, wo war denn das Ding hier drüben? Oh, die Alte ist hinter mir. Aber ich verzieh mich. Karim, ich bin beim zweiten Antennenturm. Der Zaun steht unter Strom. Ich glaube, da ist jemand. Das ist Alexei. Möglicherweise auch noch sein Sohn Christoph. Beides Nervensägen. Beachte sie nicht. Du musst dort rein und den Transmitter einschalten. Was zum Henker willst du? Der alte Mann und sein dummer Junge. Ich muss auf den Turm rauf. Wieso denn das, verdammt nochmal? Für Rais. Er schickt mich her. Du siehst mir gar nicht wie einer von Rais Leuten aus. Okay, ich sag Rais einfach per Funk, dass ihr mich nicht reinlasst. Was? Nein, das habe ich nicht gesagt. Du willst hoch? Gut, na los, dann kletter rauf. Ja, das mache ich auch. Ich kann das nicht mehr. Ich kann das nicht mehr. Sprich laut. Sollen Sie mich doch hören? Christoph, was ist los mit dir? Wir versuchen hier am Leben zu bleiben. Vater, das sind Mörder. Das sind sie. Ja, wir arbeiten für sie. Und genau deswegen sind wir noch nicht tot. Ja, geile Story, Alter. Du solltest weniger deine große Klappe und eher dein Hirn gebrauchen. Sonst geht's uns beiden an den Kragen, Christoph. Ich meine, den Typen hier sieht man auch nie wieder. Den sieht man nie wieder. Oder haben wir irgendwas nochmal von dem hier gehört? Ich meine, später sehen wir ihn halt und retten ihn und seinen Sohn. Aber sonst hat er irgendwas für den Turm gemacht. Das finde ich auch ein bisschen schade. Da hätte man so viel rausholen können, indem man irgendwie so eine Art Prozess, ja, einbaut, dass die irgendwie Fortschritte machen. Ich hoffe, die Scheißkletterei war es wert. Zum Beispiel, wir holen einen Elektriker und schon haben wir bessere Fallen, neue Fallen. Der Turm verändert sich ein bisschen. Irgendwelche neuen Erfindungen stehen vor dem Turm. Oder wir holen jetzt halt hier den Sohn mit dem Waffenmeister. Und der Turm, die Leute bekommen irgendwie bessere Ausrüstung. Das wäre richtig geil gewesen. Weil dann das hätte Ding man ist Gefühle, immer noch intakt. Mal sehen, ob es die Mühe wert war. Dann hätte man halt ein besseres Gefühl für den Fortschritt. Hey Karim, der zweite Sender läuft jetzt. Funktioniert's? Karim, hörst du mich? Klar und deutlich. Gut gemacht. Du findest allein zurück, ja? Okay. Okay. Ein Hieb. Ganz viele Tote. Ach ja, Moment. Ach, Pause geht ja gar nicht mehr. Pause geht ja gar nicht mehr. Oh, wow, 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 wow. Beinahe wäre ich krepiert. Pause geht ja nicht mehr. Aber ich wollte ganz schnell hier auf die Karte gehen. Denn die Verteidigungsmission, die muss ja wieder hier sein. Und jetzt könnte ich das Easter Egg machen. Das Easter Egg mit den Dancing Zombies.
Und zwar geht das Ganze halt nur während dieser Mission. Keine Ahnung warum. Du hast das, oder? Rahim? Die Antennen. Brecken hat's mir gesagt. Die Verbindung ist jetzt glasklar. Gut gemacht. Das hilft allen. Ganz besonders Dr. Sarah und Dr. Camden. Sie können ohne Rauschen miteinander sprechen. Zum allerersten Mal. Wir sehen uns im Turm. Keine Ahnung, warum das Ganze unbedingt jetzt an diese Mission gebunden ist, denn das Easter Egg ist ja eigentlich was Eigenes für sich. Aber man kann es eben nur in Verbindung mit dieser Mission hier machen. Also werden wir es genauso machen. Hab ja keine andere Wahl. Na, wie geht's? Unzählige Leben werden ausgelöscht, falls wir nicht handeln. Ich flehe dich an, hilf mir! Beruhig dich erstmal. Also, nochmal von vorne. Mein Name ist Babar Kizil und ich bin das Opfer eines uralten Fluches. Ich bin ein Lykanthrop. Ein was? Ein Lykanthrop. Ein Werwolf. Zombies. Überall um uns herum. Denkst du etwa, dass sie die einzigen Monster sind, die es hier gibt? Der Nosferatu, die Mumie, der Lykanthrop. Die Hexe Dahlia meinte, dass ein Trank aus Knoblauch, Eisenhut und einem Teelöffel Zimt mich heilen könne. Hilf mir, die Zutaten zu finden und bring mich in eine andere Sicherheitszone. Es lohnt sich. Du bist also ein Lykanthrop. Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber du weißt nicht besonders viel über Werwölfe. Moment, wo ist denn jetzt hier diese Halle? Ich muss ganz schnell schauen, dass ich auch wirklich in die richtige reinrenne, denn ich habe hier ein sehr, sehr kleines Zeitfenster, aber ich glaube, das war die hier drüben. Die andere kommt man so einfach nicht rein und die war ziemlich einfach zugänglich. Also. Warum eine andere Sicherheitszone? Einer der Überlebenden hier ist ein Ghoul. Außerdem sagen sie, ich sei durchgeknallt und solle abhauen. Heute Nacht ist Vollmond. Die Zeit läuft mir davon. Das würde ich auch gerne. Jo, legen wir los. Baba, alte Socke. Wir müssen ganz schnell hier einen kurzen Break machen und hier rein. Du darfst heulen und wir gehen hier hin. Jetzt kann man hier ran und schon beginnt das tanzende Zombie-Easter Egg. Wunderbar, oder? Ja, wie die Zombies hier auf einmal die Hüften schwenken können. Okay, genießen wir ein bisschen die Show. Ich weiß gar nicht, ob irgendwas passiert, wenn wir hier warten, bis die Zombies fertig getanzt haben. Aber dir hier kann es besonders gut. Selbst die Einarmige tanzt mit. Oh nein, Baba stirbt. Jungs, Mädels, da draußen stirbt mein Mann. Der Hundefänger. Der Hundefänger. Gleich wieder hier. Oh, das schaffe ich nicht. Das schaffe ich nicht. Baba! Es tut mir leid. Alles, weil die Zombies so getanzt haben. Oh, Baba, geht's dir gut? Bist du tot? Baba? Er ist gestorben. Ja gut, ich habe mein Bestes gegeben. Gehen wir nochmal hier drüben zu den tanzenden Zombies hin. Eigentlich will ich nur reparieren. Tja, die haben fertig getanzt. Autsch! Der hat den Hammer nach mir geworfen. Okay, alle, die hier tanzen, müssen sterben. Ich meine, dass Baba gestorben ist, ist eh nicht so schlimm. Denn die Belohnung bringt mir null. Und er ist wieder hier. Okay, die Mission kann man immer wieder machen. Er ist gar nicht gestorben. Er hat einfach keine Lust mehr. Er hat sich einfach zurückgezogen und hat gesagt, nee, jetzt. Ich bin raus. Oh, ich habe Batterien gefunden. Und hier drin war auch nichts. Schade, hätte ja sein können, dass dieses nette kleine Easter Egg hier mit dem Bauplan verbunden ist. Aber nee, leider gehen wir mal wieder völlig leer aus. Bin ich ja mittlerweile gewohnt. Baba beißt wieder zu! Du bleibst hier und wir gehen zu Rais, denn ich will meine Belohnung. Ich will mein Geld. Außerdem will ich weitermachen mit der Story. Warte, warte, warte! Zack, weggetackelt.
Das kann man nämlich auch mit diesem extrem coolen Wurfhaken, den wir alle so sehr lieben. Niemand kann sich ein Leben ohne Wurfhaken mehr vorstellen. Leiden soll er! Jungs! Das ist dafür, dass ich auf diesen dämlichen Turm klettern musste. Sie haben uns erwischt, als wir diesen Ort ausgekundschaftet haben. Ach, danke, mein Freund. Wärst du nicht aufgekreuzt, hätten sie uns zu Tode geprügelt. Ja, aber wer von euch beiden schenkt mir jetzt was Nettes? Zerstörer, kommt schon, wir spielen Hardcore. Was soll ich mit diesem Gammelzerstörer? Den Zerstörer könnt ihr euch in die Haare schmieren. Also die Belohnung hätte man schon so ein bisschen überarbeiten können in Hardcore. Damit der Anreiz ein bisschen größer ist, weil was will ich mit einem Zerstörer? Hey Crane, hast du mal kurz Zeit? Ich habe hier jemanden, der sich mit dir unterhalten will. Hä? Wer? Ist da Kyle Crane? Wer will das wissen? Ich heiße Troy. Ich höre eine kleine Gruppe Überlebender in Sektor 0 an. Wir nennen uns die Cute. Sektor 0 ist vollkommen isoliert, Mr. Crane. Bevor sie den Funk wiederhergestellt hatten, wussten wir nicht, ob in der Stadt sonst noch jemand am Leben ist. Nun, ich wollte mich nur bei Ihnen bedanken. Sie haben uns wieder Hoffnung gegeben. Tja, gern geschehen. Sollten Sie irgendwann mal unsere Hilfe benötigen, dann lassen Sie es uns wissen, Crane. Tja, du hast nicht nur Karims Auftrag ausgeführt, sondern bist auch heil wieder zurück. Bravo. Bekomme ich jetzt Antizin? Du meinst, ich sei so leicht zufriedenzustellen? Du musst noch einiges beweisen. Schau, wir brauchen das Mittel dringend. Gib es mir jetzt, dann komme ich zurück und tu, was du willst. Du kriegst das Antizin, wenn ich es sage. Keine Sekunde früher. Wie gesagt, man kann mit mir reden. Tust du, was ich von dir verlange, gebe ich dir nicht nur eine, sondern gleich zwei Kisten Antizin. Also gut. Was soll ich für dich erledigen? Das ist ein bisschen was anderes als die Antennensache. Du brauchst mehr Überzeugungskraft. Den eigenen Willen durchsetzen. Die eigenen Regeln machen. So wird man zum Mann. Lebst du nach deinen eigenen Regeln, Crane? Oder bist du jemandes Marionette? Ich glaube, ich kenne die Antwort. Sprich mit Karim, sonst beschließe ich, dass du es nicht wert bist. Na ja, wir alle kennen die Antwort. Im Grunde bin ich nur ein Hund, der von A nach B läuft. Im Leben nicht. Ich meine, wir sind wirklich ziemlich dämlich. Wir machen alles. Wir machen einfach alles. Wir hinterfragen nicht, wir tun. Und die Sachen hier drin werden irgendwie auch immer beschissener. Aber die Dinger hier bringen ganz gut Geld. Muss man schon sagen. Ah, mein Freund. Reis mag dich, das weiß ich. Ja, woher? Weil du immer noch am Leben bist. Die Aufgabe ist kinderleicht. Du musst in einigen Siedlungen hier in der Gegend bloß was abholen. Wo genau? Zuerst ist Jafars Werkstatt dran. Direkt östlich von hier. Aber denk daran, dass nicht alle, mit denen du es heute zu tun hast, kooperativ sein werden. Doch ich bin sicher, du wirst sie überzeugen können. Meinst du nicht? Also die Mission am Anfang, die fand ich gar nicht so gut. Die Missionen später werden deutlich spannender. Tja, werden wir die Medizin bekommen? Man weiß es nicht. Und genau deswegen müssen wir jetzt hier die Heimatbasis kontaktieren. Sind einfach schlauer als wir. Die wissen einfach, wie der Laden läuft. Die haben Ahnung davon, wie man Mafia-Methoden einsetzt. Aber dem Spiel hätte wirklich die Option der Handlungsfreiheit gut getan. Dass man wenigstens so ein paar Eckpunkte selbst entscheiden kann. Denn somit hätte man der ganzen Geschichte ein bisschen mehr Tiefe und Möglichkeiten verliehen. Und mittlerweile hat ja wirklich so gut wie jedes Story-Spiel, besonders Rollenspiele halt, und es ist ja auch zum Teil ein Rollenspiel, solche Funktionen, dass man eben selbst entscheiden kann. Crane hier. Bericht. Noch ein Auftrag von Rais, aber diesmal wird's schmutzig. Er zwingt mich, Schutzgeld von Überlebenden einzusammeln. Tun Sie, was er sagt und bleiben Sie bei ihm. Sie wissen, worum es geht. Ja. Crane, Ende. Hier spricht der Turm. Denkt daran, wenn ihr es nicht rechtzeitig zum Turm schafft, sucht euch in der Nähe ein Versteck und bleibt dort bis zum Morgengrauen.
Ja, der gute Crane ist am Ende. Okay, Jafar kriegen wir noch hin. Den holen wir auf jeden Fall noch ab. Was ist hier drüben schon wieder los? Vielleicht ein Händler? Ein Händler, der goldene Waffen verkauft? Alter, du bist kein Händler. Wer bist du? Alles weg. In 0,nix. Wie bitte? Wenn du mich siehst, denkst du dir dann, der Mann hat Erfolg? Nein, nicht unbedingt. Tolle Geschichte. Du bist bettelarm. Barim, ich bin bei der Werkstatt. Hast dir Zeit gelassen. Erledige den Job und zwar schnell. Das ist bloß die erste Station. Na, was haben wir hier? Die Machete in Lila, wir nehmen sie mal mit, weil ich sie sehen will. Hey, ich habe gerade... Ja, ich weiß, aber ich will die Machete sehen. Ah, Moment, da muss ich wieder raus, aber erst schnell hier hin. Sind Sie Jafar? Wer will das wissen? Mein Name ist unwichtig. Wichtig ist nur, dass Raiz mich schickt und dass Sie ihm Geld schulden. Ich kenne dich gar nicht. Da könnt ihr jeder kommen, du Arschloch. Hau ab! Wie wär's damit? Ich brech dir beide Beine und schleif dich durch die Straßen zurück zu Raiz, hä? Dann kann er dir erklären, wieso du besser kooperiert hättest. Schon gut, meine Fresse. Du bist einer von Raiz' Leuten. Nur die sind so widerwärtig. Hier, hier ist das Geld. Nimm's schon. Und wenn ich nochmal zurückkommen muss? Ich werde nicht mehr zicken. Mi casa es su casa. Tu mir bloß nicht weh, ja? Oh, der arme alte Mann. Hat er Angst? Karim, ich bin's. Hab gedroht, dem Alten die Beine zu brechen. Und es hat funktioniert, oder? Als nächstes holst du den Tribut vom Fischerdorf ab. Geh ostwärts zum Tunneleingang. Ihr Boote wartet immer dort auf uns. Boah, das Ding hier sieht aber eigentlich ganz cool aus, oder? Hier so zack, zack, zack. Machete. Okay, zum Fischerdorf. Das kann ich doch irgendwie verbinden. Ich spiel den Laufburschen für Raiz. Er hat eine Menge Macht. Jagt vielen Angst ein. Und ob er das tut? Hör mal, die Zeit drängt. Uns geht das Antizin aus. Ich geb's zwar nur ungern zu, aber ich mach mir langsam Sorgen. Ich geb hier draußen mein Bestes, Bracken. Ja, ich verstehe. Ich will nur, dass du weißt, was auf dem Spiel steht. Ich bin auch infiziert, schon vergessen? Wenn das keine Motivation ist. Na gut, dann will ich mal hoffen, dass du es bald zum Turm zurückschaffst. Die Sonne geht schnell unter. Ihr habt weniger als eine Stunde, um zu eurem Versteck zurückzukehren. Danach seid ihr auf euch allein gestellt. Ja, aber ich will noch ganz schnell hier drüben zu Spike hin. Wir gehen jetzt noch ganz schnell schauen, ob es hier wirklich einen Bauplan gibt. Na, Moment, der war doch hier vorne, oder? So, hier einmal ran und Spike. Ah, hier drüben. Bin ein bisschen zu weit gegangen, ich dachte schon. Und hier hin und von hier aus komme ich nicht hier hin. Aber ich kann die Judo-Rolle machen. Warte mal, kann ich hier ran? Das geht. Sehr gut. Judo-Rolle. Keine Judo-Rolle. Ich nenne sie Nachtläufer. Ein Kumpel von mir hat einen Nachtläufer gesehen, der aus dem 13. Stock sprang. Oh, hier drüben gibt es wirklich einen Bauplan. Name nicht aussprechbar. Was bist du? Was bist du? Du bist blau. Feuer. Stufe 2. Ja gut, ein weiterer Bauplan, aber nicht unbedingt von Nutzen. Auf die Machete könnte ich auch hier den Bastard machen. Ich will mal den Bastard sehen. Wucht und Feuer, zwar nur Stufe 1, aber egal. Einfach nur mal eben schnell, um zu gucken. Halt dich von Reispack fern. Was gibt es hier noch Schönes? Nehmen wir mit. Mit. Medikit nehme ich gerne mit. Apropos Medikit, direkt hier eins nehmen. Und ich würde sagen, Freunde, wir sehen uns in der nächsten Folge. Wie immer, danke für eure Bewertung und Kommentare natürlich. Wenn ihr eine Idee habt, was wir hier noch so alles machen könnten, schreibt es gerne in die Kommentare rein. Ansonsten sehen wir uns und tschüss!